Brecht hat 1951 gesagt, das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar, nach dem dritten nicht mehr aufzufinden. So wird es Deutschland gehen. Ist jetzt die Zeit reifer denn je für einen deutschen Ausstieg aus der NATO? Ich bin überzeugt, steigt Deutschland nicht aus der Umklammerung durch die USA, Militärmacht NATO aus, für das zu fines Germanie, nichts weiter. Ein kleiner Witz dazu, Sie sind natürlich, weil Sie vom russischen Fernsehen sind, der einzige Vertreter des Fernsehens, der dieses Buch erwähnt. Sie dürfen nicht denken, ein deutsches Fernsehen würde dieses Buch erwähnen. Ich bin das rote Tuch hier in diesem Lande. Ich will das gar nicht ändern. Aber es liegt ja auf der Hand, dass eine deutsche Truppenparade 100 Meter, nicht Kilometer, 100 Meter vor der russischen Grenze in Narew in Estland eine Provokation ist, als würde die NATO von Hitler regiert. Wir sind verrückt geworden, wir Wessis. Sind Sie überzeugt davon, dass die Bundesregierung, ganz versuchen wir mal politisch realistisch zu denken, auch aus der NATO aussteigen kann? Ich habe ein Drama in Arbeit. Berlin weg wie Karthago, bleibt es in der NATO. Ich bin ganz fest überzeugt, dass es dem Deutschen, führenden Deutschen, der das riskiert, gehen wird, wie es dem großen Franzosen General de Gaulle gegangen ist. Als er aus der NATO ausgestiegen ist, haben die Amerikaner 4 Attentate auf ihn verübt. Er hatte einen Schutzengel, der große de Gaulle, und kaum war tot, ist Frankreich gehorsam wieder zurückgekehrt in die NATO. Warum sollte also ein deutscher Politiker folgen? Deutschland wird, weil sie keinen eigenen Willen haben gegenüber den USA. Wir hatten einen, der ist jetzt noch im Kabinett, ein Herr Schäuble, ist der einzige Ehrliche, der vor einiger Zeit mal gesagt hat, wir Deutschen müssen uns damit abfinden, dass wir seit Ende des Hitlerkrieges, nicht mehr souverän sind. Alle anderen lügen sich in die Tasche. Sie hätten nicht das Weiße Haus als ihren Vormund im Genick. Aber wenn wir uns die letzten 25 Jahre angucken, dann haben wir zumindest in Europa, ich rede jetzt mal von meiner Generation, in einer relativ friedlichen Zeit gelebt, abgesehen von weil Herr Gorbatschow, ein Russe bekanntlich, nicht nur den Deutschen, sondern allen Osteuropäern die Freiheit geschenkt hat, die Stalin bereits, wird alles weggelogen, den Österreichern 2 Jahre vor seinem Tode geschenkt hat. Unter der Bedingung, sich keinem Militärbündnis anzuschließen. Gehen wir nochmal auf das Szenario ein. Sie sagen, Deutschland muss raus aus der NATO. Wie würde Deutschland das machen? Praktisch. Das ist die Frage, die meine Tragödie diskutiert. Und da treffen Sie einen ganz runden Punkt bei mir. Ich komme mit dem Stück nicht weiter, weil mir schon jetzt klar ist, es wird den Deutschen nicht glücken, sich aus dieser Umklammerung zu lösen. Und daran werden wir kaputt gehen, im Dritten Weltkrieg. Von Herrn Chruschtschow gibt es den Satz, am ersten Tage des Dritten Weltkrieges verbrennt die Bundesrepublik. Und so wird es kommen. Glauben Sie, es wird noch, das Aggressionspotenzial wird sich noch steigern, bevor auch in der deutschen Politik die Reißleine gezogen wird? Also ich finde das, was jetzt der Außenminister macht, schon sehr, sehr vorbildlich, wenn er auch reichlich später mitkommt. Also haben Sie noch Hoffnung? Nein, eigentlich nicht. Sie haben keine Hoffnung? Nein. Die Deutschen können nicht umlernen. Ich glaube an das Wort, das 1951 unser damals neben Gottfried Benn und Thomas Mann
der größte Dichter gesagt hat. Brecht hat 1951 gesagt, das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar, nach dem dritten nicht mehr aufzufinden. So wird es Deutschland gehen. Jetzt Schluss. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das ganze Interview mit Rolf Hochhuth findet ihr nächste Woche auf unserer Seite deutsch.rt.com und unserem YouTube-Kanal. Herr Hochhuth, wir haben Ihr Buch Ausstieg aus der NATO zum Anlass genommen, uns hier bei Ihnen zu treffen. Wir sehen eines oder eigentlich das größte NATO-Manöver, Anaconda heißt es, Verlegung von 30.000 Truppen an der europäisch-russischen Grenze. Wir haben einen NATO-Gipfel in Warschau und wir haben einen deutschen Außenminister, der vor dem Säbelrasseln warnt. Ist jetzt die Zeit reifer denn je für einen deutschen Ausstieg aus der NATO? Ich bin überzeugt, steigt Deutschland nicht aus der Umklammerung durch die USA, Militärmacht NATO aus, für das zu fines Germanie, nichts weiter. Ein kleiner Witz dazu, Sie sind natürlich, weil Sie vom russischen Fernsehen sind, der einzige Vertreter des Fernsehens, der dieses Buch erwähnt. Sie dürfen nicht denken, ein deutsches Fernsehen würde dieses Buch erwähnen. Ich bin das rote Tuch hier in diesem Lande. Ich will das gar nicht ändern. Aber es liegt ja auf der Hand, dass eine deutsche Truppenparade 100 Meter, nicht Kilometer, 100 Meter vor der russischen Grenze in Narew in Estland eine Provokation ist, als würde die NATO von Hitler regiert. Wir sind verrückt geworden, wir Wessis. Wir haben vergessen, dass der große Gorbatschow Osteuropa und speziell uns Deutschen die Freiheit geschenkt hat. Neulich fuhr die deutsche Militärministerin nach Wien, um die Österreicher in die NATO abzuwerben. Aber jeder Mensch weiß, dass von Stalin 1951 den Österreichern den Abzug der russischen Truppen gewährte und die Freiheit von jeder Besatzungsmacht, wenn Österreich sich verpflichte, keinem Militärpakt beizutreten. Das will nun eine deutsche Mutter von 7 Kindern, Frau Dr. Mett, ohne Verstand rückgängig machen. Sie wollen Montenegro, einen Witz ohne Beispiel, in der NATO haben. Warum macht das Amerika? Weil es zwischen sich und dem Gegner immer den Atlantik oder den Pazifik hat und seit 150 Jahren auf dem eigenen Kontinent keinen Schuss gehört hat. Amerikaner kennen Krieg nur aus dem Kino und sind deshalb die gefährlichste aller Mächte. Die Russen haben 27 Millionen im Hitlerkrieg verloren. Die Amerikaner haben in beiden Weltkriegen zusammen eine halbe Million Soldaten verloren. Das ist für die halbe Million Familien, die einen Bruder, Vater verloren haben, schmerzlich. Die wissen, was Krieg ist. Die übrige Nation kennt Krieg in den USA nur aus dem Kino. Aus NATO-Perspektive oder den NATO-Mitgliedstaaten oder den Anwärtern wie Montenegro, Georgien, die gerne zur NATO gehören, die sagen, es ist ihre freie Entscheidung, zu welchem Sicherheitsbündnis sie gehören wollen. Was hat denn Georgien davon, in der NATO zu sein? Sicherheit vor Russland, das ist der allgemeine Tenor. Was würden die Russen tun? Wie hat man Herrn Putin betrogen? Er hat dem Baltikum die Freiheit gegeben, nach Brüssel in die EU zu gehen. Die Balten gingen in die NATO, weil sie verrückt geworden sind. Glauben die wirklich, dass sie von Amerika im Ernst geschützt werden könnten? Sie glauben, dass sie von der NATO geschützt werden? Das ist sehr albern. Haben wir Deutsche, ich nenne mal die Bürger und aber auch die Politiker, weil Sie vorhin auch Frau von der Leyen erwähnt haben als Militärministerin, das heißt Verteidigungsministerin, aber ich denke... Was gibt es denn zu verteidigen? Das wenn ist der sie offizielle versucht, Titel. Montenegro und Österreich in die NATO zu ziehen, dann ist das ein aktiver, ein Aggressionsakt, aber kein Verteidigungsakt. Haben somit vielleicht die deutschen Bürger und auch die deutschen Politiker vielleicht einfach die Geschichte vergessen? Total, fehlt das? Total. Deutsche lesen keine Geschichte.
Sie haben total die Geschichte vergessen. Aber wie kann Neulich man das sagen, wenn wir hier... Vorige Woche war der 75. Jahrestag von Hitlers Überfall auf Stalin. Stalin war sein sehr getreuer, termingerechter Rohstofflieferant. Stalin konnte in den ersten 24 Stunden noch immer nicht glauben, dass wir Deutschen über Russland hergefallen sind. Das haben alles die Deutschen vergessen. Aber hat sich die Realität, die politische Realität auf dem Planet seither nicht stark verändert, seit dem Zweiten Weltkrieg? Tatsache ist, dass die Geografie sich gar nicht verändern kann. Und dass wir natürlich, wir hatten zwei Preußen, deren oberste Maxime es war, Friede mit Russland, Friede zuallererst mit Russland. Friedrich der Große hat in seinem Testament jedem seiner Nachfolger verboten, ich zitiere wörtlich, jemals mit den Barbaren im Osten Händel anzufangen, weil selbst im, weil wir ihnen den Schaden, den sie uns zufügen könnten, niemals heimzahlen können. Und Bismarck schrieb, ich verbiete, solange ich amtierender Ministerpräsident bin, strategische Planspiele gegen Russland auch nur zu erwägen, denn, alles wortwörtlich, denn selbst im unwahrscheinlichen Falle eines Gelingens könnte das Reich einen Krieg gegen Russland immer nur vor sich, niemals hinter sich haben. Das haben heute diese Deutschen an der Regierung, die lesen ja alle nicht Geschichte, die haben das niemals gehört, diese zwei Sätze, die unsere obersten politischen Maximen sein müssten. Nun frage ich nochmal, Sie sagen, die Geografie hat sich nicht verändert, das ist absolut nachvollziehbar. Grenzen haben sich verändert. Aber die Geografie schreibt doch den Staatsleuten, den Staatsmännern vor, in erster Linie vor, wie sie handeln müssen. Ich sagte eben schon, die Amerikaner, gutwillige Leute, unterstelle ich mal, sind aber auch die Ahnungslosen, weil sie immer einen Atlantik oder einen Pazifik zwischen sich und dem Krieg hatten. Die wissen gar nicht, was sie uns Europäern heimzahlen. Und vor allen Dingen gibt es ja nun Dezember 2015 die sehr, sehr bedeutende und ehrliche Mahnung von Herrn Putin. Sollte es den Amerikanern glücken, wegen der völlig idiotischen Sanktionen, das letzte Wort des verstorbenen Altkanzlers Helmut Schmidt war, wortwörtlich, hört endlich auf mit dem Unfug der Sanktionen, denn weder die Krim noch die Ukraine sind jemals selbstständige Staatswesen gewesen. Helmut Schmidt, kurz vor seinem Tode. Und Herr Putin hat gesagt, sie sollen sich nicht einbilden, dass wir nur Berlin wegmachen. Diesmal wird es auch Washington treffen, wenn die Amerikaner es auf Krieg mit uns anlegen. Das könnte man auch als aggressiv werden. Unter dem blöden Vorwand, Ukraine und Krim seien zu befreien. Ich habe noch vor 2 Jahren, jetzt würde ich das gar nicht mehr erlaubt bekommen, habe ich in der Welt einen großen Artikel geschrieben, was geht uns Deutsche die Krim an? Ich weiß ja auch, dass eine Deutsche, Katharina die Große, ne, war ja ein deutsches Mädchen aus Anhalt-Zerbst, dass sie die Krim den Türken abgefetzt hat. Aber sie hat sie nicht für Kiew erobert, sondern für Petersburg. Wer das wissen will, könnte es wissen. Aber das ist doch sehr historisch. Ja. Alles. Ja, aber das ja genau, Sie bewerten alles sehr historisch, aber hat sich, ich stelle die Frage nochmal, seither die Politik nicht verändert, auch wenn sich die Geografie, die ist unveränderlich, da stimme ich Ihnen das zu. Ist alles aber die Politik hat sich doch verändert seither. Das ist ja alles gar nicht Politik, sondern es sind psychiatrische Fälle. Das ist ja voll idiotisch für Deutsche, Russland zu provozieren. Wobei ja Steinmeier... Wieso können wir uns von Washington vorschreiben lassen, werden über Russland Sanktionen zu verhängen? Das ist die Frage, die sich viele Leute stellen, warum wir eine gewisse Tendenz zur amerikanischen Außenpolitik haben. Ich möchte das mal dezent ausdrücken. Aber Steinmeier hat doch vor dem Säbelrasseln gewarnt und vor der ständigen Provokation. Ja, aber jetzt erst. Herr Steinmeier, hat er bis vor 14 Tagen auch den Mund gehalten. Ich bewundere die beiden bayerischen Ministerpräsidenten,
die ja aufs Übelste in Deutschland angepöbelt worden, Herr Stoiber und sein Vorgänger, weil sie zu Herrn Putin gefahren haben und die ihnen von Berlin auferlegten Sanktionen unterlaufen wollten. Die haben das nicht mitgemacht, die Bayern. Die können ein bisschen abstrahieren von dem verblödeten Berlin. Es ist ganz trostlos. Ich bin überzeugt, dass der Krieg unvermeidbar ist und das hat einen geschäftlichen Grund. Amerika ist das einzige Land, das sogar in Friedenszeiten 51% seines Budgets in die Rüstung steckt. Vergleich: Bismarck hat sogar während seiner drei Kriege nie mehr als 25% des Budgets ins Militär investiert. 51%! Mit der Drohung gegen das Weiße Haus, sonst würden die Arbeitslosen zu sehr zunehmen. Ja, der militärisch-industrielle Komplex in Amerika ist sehr... Ist das größte Geschäft. Das größte Geschäft. Sind Sie überzeugt davon, dass die Bundesregierung, ganz, versuchen wir mal politisch realistisch zu denken, auch aus der NATO aussteigen kann? Ich habe ein Drama in Arbeit. Berlin weg wie Karthago, bleibt es in der NATO. Ich bin ganz fest überzeugt, dass es dem Deutschen, führenden Deutschen, der das riskiert, gehen wird, wie es dem großen Franzosen General de Gaulle gegangen ist. Als er aus der NATO ausgestiegen ist, haben die Amerikaner 4 Attentate auf ihn verübt. Er hatte einen Schutzengel, der große de Gaulle, und kaum war tot, ist Frankreich gehorsam wieder zurückgekehrt in die NATO. Warum sollte also ein deutscher Politiker folgen? Deutschland wird, weil sie keinen eigenen Willen haben gegenüber den USA. Wir hatten einen, der ist jetzt noch im Kabinett, ein Herr Schäuble, ist der einzige Ehrliche, der vor einiger Zeit mal gesagt hat, wir Deutschen müssen uns damit abfinden, dass wir seit Ende des Hitlerkrieges, nicht mehr souverän sind. Alle anderen lügen sich in die Tasche. Sie hätten nicht das Weiße Haus als ihren Vormund im Genick. Ich möchte Ihnen meine These vorstellen. Und zwar gibt es zumindest einen, aber ich weiß, es sind mehrere, einen führenden Professor in den USA. Und er vertritt die These, dass die NATO der einzige und größte Friedensgarant in Europa ist. Das ist sehr lächerlich. Mit das der Begründung, darf ich kurz noch ausführen, mit der Begründung, dass dadurch die europäischen Länder, die Staaten, nicht in einen Sicherheitswettbewerb eintreten, quasi gegeneinander aufrüsten. Das ist eine infame Lüge, denn nachweislich ist ja so, erst wurde die NATO gegründet und dann der Warschauer Pakt. Ich bin als Wessi aufgewachsen und lebte in dem Wahn, wie wir alle in Westdeutschland. Erst hätten die Russen den Warschauer Pakt gegründet gegen den Westen. Nein, es war umgekehrt. Erst wurde die NATO gegen Russland und seine Verbündeten gegründet. Wird alles weggelogen. Aber wenn wir uns die letzten 25 Jahre angucken, dann haben wir zumindest in Europa, ich rede jetzt mal von meiner Generation, in einer relativ friedlichen Zeit gelebt, abgesehen ja, von dem Jugoslawienkrieg. Ja, weil Herr Gorbatschow, ein Russe bekanntlich, nicht nur den Deutschen, sondern allen Osteuropäern die Freiheit geschenkt hat, die Stalin bereits, wird alles weggelogen, den Österreichern 2 Jahre vor seinem Tode geschenkt hat. Unter der Bedingung, sich keinem Militär Bündnis anzuschließen. Und dann fährt Frau von der Leyen dahin und versucht, als hätte Stalin gar nicht gelebt und das mit den Österreichern abgemacht. Und das den Österreichern ja nun immerhin seit 65 Jahren sehr, sehr gut bekommen, diesen Pakt zu unterlaufen. Was sollten die Österreicher davon haben, sich für Amerika, wie die blöden Deutschen, innerhalb der NATO vorspannen zu lassen? Ich denke, die Österreicher haben grundsätzlich, wenn wir jetzt vom Volk ausgehen, nicht das Interesse der NATO beizutreten. Ja, bestimmt nicht. Auch wenn Frau von der Leyen hinreist und dafür wirbt. Ja, das ist doch also trotzdem gehen wir noch mal auf das Szenario ein. Sie sagen, Deutschland muss raus aus der NATO.
Wie würde Deutschland das machen? Praktisch. Das ist die Frage, die meine Tragödie diskutiert. Und da treffen Sie einen ganz runden Punkt bei mir. Ich komme mit dem Stück nicht weiter, weil mir schon jetzt klar ist, es wird den Deutschen nicht glücken, sich aus dieser Umklammerung zu lösen. Und daran werden wir kaputt gehen im Dritten Weltkrieg. Von Herrn Chruschtschow gibt es den Satz, am ersten Tage des Dritten Weltkrieges verbrennt die Bundesrepublik. Und so wird es kommen. Sie müssen sich mal vorstellen, dass unsere Zeitungen, das Fernsehen, das Kabinett von dieser eindringlichen und bestimmt ehrlichen Warnung des Herrn Putin überhaupt keine Kenntnis nimmt. Da stand so anderthalb Zeilen lang irgendwann mal, als er es gesagt hatte, in ein paar Zeitungen, es hat sich nicht ein einziges Mitglied des Kabinetts dazu geäußert, geschweige denn das feige, staatsamtliche deutsche Fernsehen. War immer die feigste und anonymste Institution der Nation. Kein Deutscher kennt auch nur die Namen der Oberbonzen von ARD und ZDF. Mittlerweile vielleicht schon. Die Medienkritik ist doch durch den Ukraine-Konflikt sehr hörbar geworden. So, das freut mich. Es ist hörbar geworden. Veränderungen gibt es hier und da. Wenn das ist, freut mich das ja. Sie schauen ja trotzdem die Tagesschau regelmäßig, immer um 20 Uhr? Nein, ganz gewiss. Ich sitze hier an der Arbeit. Ich schreibe meine Stücke. Sehr provozierend, was Sie dann so sagen. Deswegen verstehe ich auch, warum Sie wahrscheinlich ins deutsche Fernsehen nicht eingeladen werden. Sie haben in einem anderen Interview gesagt, die Deutschen dienen als Kanonenfutter. Und wie sich das jetzt anhört? Ja, Sie sind der Stärkste. Von der Zahl der Soldaten sind Sie das stärkste Kontingent in der NATO. Und natürlich haben Sie das allerwenigste Interesse daran, ausgerechnet gegen Russland aufzubrechen. Russland ist ja unser Nachbar. Die Amerikaner wissen doch gar nicht, wo Russland liegt. Abgesehen davon haben sie zwischen sich und den Russen ja immerhin den Atlantik. Glauben Sie, das Aggressionspotenzial wird sich noch steigern, bevor auch in der deutschen Politik die Reißleine gezogen wird? Also ich finde das, was jetzt der Außenminister macht, schon sehr, sehr vorbildlich, wenn er auch reichlich später mitkommt. Also haben Sie noch Hoffnung? Nein, eigentlich nicht. Sie haben keine Hoffnung? Nein. Die Deutschen können nicht umlernen. Die Deutschen können nicht umlernen. Ich glaube an das Wort, das 1951 unser damals neben Gottfried Benn und Thomas Mann der größte Dichter gesagt hat. Brecht hat 1951 gesagt, das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar, nach dem dritten nicht mehr aufzufinden. So wird es Deutschland gehen. Wer ist zum Schluss? Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich hätte noch eine einzige Bitte. Wir haben ein sehr junges Publikum, 18 bis 35. Was würden Sie ihnen gerne mit auf den Weg geben, also als Verständnis? Sich engagieren. Und das geht nach unserer politischen Erfahrung nur, wenn man in eine Partei eintritt. Man kann nicht hoffen, wenn man, wie ich, niemals Mitglied einer Partei war, dass man irgendeinen Einfluss hat. Ich durfte im Spiegel schreiben, in eigentlich allen großen bundesdeutschen Zeitungen, manchmal auch im Ausland. Es wird am Montag gelesen und ist am Dienstag im Papierkorb. Nein, man muss Abgeordneter sein und dann muss man eben, so ungern man es auch tut, in eine Partei eintreten. Sonst ist man mundtot. Also politisches Engagement. Unbedingt. Vielen Dank, Herr Hoch.